Was? Was machst du denn für Sachen? Bist du sicher, dass es Rizin ist? Dass man da nichts machen kann? Ja. Und Doc, hast du was rausgekriegt? Muss Thomas wirklich sterben? Ja. Thomas? Ja, mich brauchst du da nicht fragen. Ja, wie dem auch sei, also Professor Dr. Kögel hat leider recht. Das wollte ich ihm und euch persönlich sagen. Okay, danke. Marek, ich habe so vielen Menschen wehgetan. Ja, aber auch noch nicht absichtlich. Weißt du, manchmal hat es mir sogar richtig Spaß gemacht, mit den Gefühlen anderer zu spielen. Besonders bei Frauen. Aber wer verdammt nochmal will mich denn bloß tot sehen? Bist du sicher, dass deine Abenteuer wirklich folgenlos geblieben sind? Wie meinst du das denn jetzt? Ja, Ehemänner. Kinder. Kinder? Nicht, dass ich wüsste. Ah. Sag mal, ich bring dich nach Hause, oder? Du willst doch nicht hierbleiben. Ja, doch. Ich bleib auf jeden Fall hier. Was soll ich denn zu Hause? Allein. Es ist eben nicht wie bei dir, mein Freund. Ich habe keine Frau. Und auch kein Kind. Okay. Nun, die Frage, wie lange Thomas Kögler noch leben wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Und die wären? Ja, zum einen von seinem Gesundheitszustand im Allgemeinen und zum anderen, wie sein Körper das Gift aufgenommen hat. Also flüssig, in Körnerform oder über die Haut. Also er glaubt, dass das Gift in seinem Essen war. Mhm. Ja. Ja, Gerrit, warte mal, ich mach auf laut. Habt ihr jetzt mit dieser Schwester Heike gesprochen? Ja, das haben wir. Aber Robert und ich sind der Meinung, dass es nicht war. Ich meine, sie profitiert doch auch nicht vom Tod des Professors. Ja, fällt euch denn sonst jemand ein, der in Frage kommen könnte? Allerdings. Und er ist Peter Dvorak. Ja, und wer ist das? Der Leiter des klinischen Forschungslabors. Dann weiter. Ja, genau dieses wollte Professor Kögler in 4 Wochen schließen, wenn er die Klinikleitung übernimmt. Die dort erworbenen Patente verkaufen. Oh, ist über eine Hand. Wenn das kein Motiv ist. Ja, das denken wir uns auch. Pass auf, wir holen ihn jetzt ab und bringen ihn zu euch, okay? Alles klar, danke, bis nachher. Ciao. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich einen Mord begangen haben, der noch keiner ist? Immerhin sollte das Forschungslabor geschlossen werden. Mein Labor. Es ist mein Forschungslabor. Schön. Ihr Forschungslabor, aber das macht die Sache für Sie ja noch bitterer. Also bitte, damit wir uns richtig verstehen. Sie sprechen hier mit Dr. Peter Dvorak. Ja, und? Ja, normalerweise läuft das so, dass die Kliniken mich anrufen und nicht umgekehrt. Hm, verstehe. Aber es muss Sie doch gewurmt haben, dass Professor Kögler auch die Patente verkaufen wollte, weil sie haben jahrelang geforscht und wären leer ausgegangen. Ja. Keine Antwort ist auch eine. Verraten Sie uns, wo Sie letzte Nacht waren? Im Labor. Wo sonst? Gibt Zeugen dafür? Natürlich, natürlich, meine Assistentin. Und Sie können auch in meinem Computer einsehen, dass ich die ganze Nacht mit einem Kollegen in den USA gechattet habe. Ja, dann müssen Sie uns nur Ihr Passwort nennen. Ja, ich habe nichts zu verbergen. Das Passwort ist Einstein. Einstein. Na gut, dann werden wir das überprüfen und so lange bleiben Sie bitte hier. Ja? Ja. Tja, es ist bestimmt nicht leicht für Sie. Ich meine, bei so vielen Verdächtigen. Ja, Frau Müller wird von Kögler fallen gelassen. Martin Becker verkrüppelt und Wöllner spielt mal wieder die zweite Geige. Marek Wöllner? Ja. Sein Freund? Ach, das wussten Sie noch gar nicht. Ja, dann nehmen Sie doch bitte wieder Platz. So ganz aus der Luft gegriffen ist dieser Verdacht von den Dvorak nicht. Überleg mal, egal was auch passierte, Kögler war immer die Nummer 1.
Kügler übernimmt eine Station. Und Wöllner wird sein Stellvertreter. Kügler wird Chefarzt. Wer wird sein Stellvertreter? Marek Wöllner. Genau. Kögler wird Chef der ganzen Klinik. Und wer wird sein Stellvertreter? Marek Wöllner. Ja, vielleicht ist da doch was dran. Ja, aber vielleicht will dieser Dvorak auch nur von sich selbst ablenken. Naja, wir werden jetzt erstmal sein Alibi überprüfen und dann sehen wir weiter. Also das war dann hier Dvoraks Büro. Ja, seine Assistentin hat bestätigt, dass er die ganze Zeit über im Büro war. Aber die Gute raucht, also war sie ab und zu mal im Raucherzimmer. Ja? Ja, alles klar, machen wir natürlich. Ciao, ciao. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob Sie das dürfen. Kein Problem. Herr Dvorak hat sein Einverständnis gegeben. Na dann. Frau Müller, tun Sie uns doch einen Gefallen und lassen Sie uns allein. Ja? Ja. Sehr nett von Ihnen. So anscheinend hat Dvorak die Wahrheit gesagt. Laut Chatprotokoll wäre er die ganze Zeit hier. Mhm. Such weiter, vielleicht findest du noch was. Du glaubst es nicht. Das hatte ich auch vor. Tu mal was für dein Geld. Und du? Frührente? Ich? Nee, leider nicht. Gerrit. Ha? Hast du was? Nee. Aber wenn, erfährst du es als erstes. Gerrit, ich glaube, ich hab was. Ja, ja, klar. Nein, wirklich, komm mal her. Was denn? Dvorak hat letzte Woche einen Vaterschaftstest machen lassen. Na ja, und? Ja, nicht für sich. Sondern? Für Wöllner. Was? Ja, was ist rausgekommen? Dass Pascal Wöllner zu 100% der Sohn von Marek Wöllner ist. Also hat Marek Wöllner dem Test den Auftrag gegeben. Ja, aber wieso braucht Wöllner überhaupt einen Vaterschaftstest? Das ist die Frage. Sie haben vor wenigen Tagen einen Vaterschaftstest durchführen lassen. Ja. Ja, es ging dabei um die Wöllners. Ja, ja, ja. Ach, das war ein Gefallen unter Kollegen. Dr. Wöllner möchte seinem Sohn den Beruf des Arztes näher bringen. Anhand von praktischem Beispiel. Und dafür betreibt er so einen Aufwand? Das ist schon seltsam. Ach. Seltsam, Ivo, sind auch nur Spielereien für seinen Sohn. Viel seltsamer war sein Verhalten, als ich ihm die Ergebnisse zeigte. Inwiefern? Das Ergebnis war doch positiv. Ja, 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 eben war auch anzunehmen. Aber Dr. Wöllner war plötzlich ganz kurz angebunden und ist auf und davon. Ja, ja, ihm schien das Ergebnis nicht zu gefallen. Na ja, wer weiß, vielleicht hat er ja nur einen schlechten Tag. Ja gut, das war's dann auch für Sie. Sie können gehen. Vielen Dank, ja? Bitte schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Dr. Wöllner, wenn ich Sie kurz sprechen dürfte. Ja, bitte kurz. Also jetzt, wo Sie sozusagen zuständig für die Klinik sind. Also es geht da um mein Forschungslabor. Was ist damit? Ja, ich stehe mit meiner Versuchsreihe kurz vor wichtigen Resultaten. Es wäre doch schade, wenn die Klinik diese Ergebnisse nicht bekommen würde. Verstehen Sie? Wenn Sie, das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, ja? Ja, meine Arbeit ist mir wichtig. Lass es mir bei Gelegenheit durch den Kopf gehen, okay? Gut, danke, Robert. Ciao. Mit Ihnen möchte ich gerne noch mal reden. Wie fühlt es sich denn so an, wenn der beste Freund immer als Erster ins Ziel kommt? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Dr. Marek Wöllner, der ewige Stellvertreter. Thomas und ich haben alles geteilt. Sein Erfolg war auch mein Erfolg. Alles geteilt? Auch die Ehefrau? Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Meine Frau ist keine Ware, die man einfach teilt. Ihre Frau ist die Mutter von Thomas Köglers Sohn. Wie bitte? Pascal ist... Er ist mein Sohn? Sie
müssen sich irren. Das glaube ich kaum und jetzt hören Sie auf. Sie haben einen Vaterschaftstest machen lassen. Aber nicht mit einer Speichelprobe von Ihnen, sondern mit einer Speichelprobe von Thomas Kögler. Wir haben den Vaterschaftstest gefunden und die Probe untersuchen lassen. Anfangs habe ich gedacht, ich irre mich. Wegen der Ähnlichkeiten. Und dann? Mein Sohn wollte wissen, was ich den ganzen Tag mache, was ich arbeite. Da habe ich ihm Blut abgenommen. Für einen Blutpass. Und dann haben Sie festgestellt, dass Ihre Blutgruppe nicht zu der Ihres Sohnes passt. Ich wusste sofort, wo ich nachschauen musste. Und dann haben Sie einen Notfall vorgetäuscht und sein Brötchen vergiftet. Er hat mir alles genommen. Aber deshalb bringt man keinen Menschen um. Dieser Bastard hat mein ganzes Leben ruiniert. Und dafür wird er jetzt sterben.